glaube, Hannah hat die Pupseritis. Wollen wir mal gucken? Die ist kaputt. Nee, echt? Ja. Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir stehen vorm Spielzeugladen und wir hatten ja auf Instagram gefragt, was Hannah kaufen soll. Und ja, ihr schickt sie praktisch einkaufen. Wir haben ein paar Sachen, habe ich mir kopiert, aus Instagram raus. Und Hannah hat ihre Rollschuhe an. Ich hoffe, hoffe, das funktioniert, weil wenn nicht, dann werden die Rollen eingeklappt. Okay? Ja. Geht ja schon gut los. Okay, auf geht's. Die erste, das erste, was du machen sollst, ist 10 Schritte vom Eingang nach rechts. Also erstmal rein, würde ich sagen. Und dann 10 Schritte nach rechts. Und dann noch 5 nach links. Ich hoffe, das geht überhaupt. Und dann das 10. Produkt aus dem 2. Regal. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Wir versuchen das einfach mal. 10 Schritte geradeaus und dann nach links. Gut, dann leg los. Tisch. 10 Schritte. Stopp. Und jetzt 5 nach links. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier das 10. Produkt aus dem 2. Regal. Das 2. Regal. Welche Seite denn jetzt? Rechts oder links? Wir können ja mal durchzählen, was auf jeder Seite das 10. Produkt wäre. Was wäre das? Das Einhornkissen. Das ist total Okay, was sieht spannender aus? Das Einhornkissen. Ich denke auch, ne? Oh, Papa kommt schon mit dem Körbchen. Sehr gut. Also, das war das erste, ne? Erledigt. Ein Purzelbaum. Super. Und jetzt aufstehen und 5-mal im Kreis drehen. Mit Augen zu. 1, 2, 3, 4, 5. Warte, bleib stehen. Und jetzt nimm mit geschlossenen Augen das Produkt, das du als erstes in der Hand hältst. Augen zu, Augen zu. Jetzt musst du dich nochmal drehen. Jetzt hast du sie aufgehabt. 1, 2. Ne, dreh dich nochmal 5-mal. Und dann das erste Produkt. Oh, oh, oh. Die kleine Pavida. Das ist Chelsea. Ich hätte ja auch so eine große Barbie gehofft, ne? Um ehrlich zu sein. Ich hatte gehofft, du nimmst die oder so oder das Einhorn. Dann nimmt sie die kleine Chelsea. Okay. Nee, du konntest dich ja auch nicht entscheiden. Du konntest ja nichts sehen. So, jetzt haben wir das nächste. Hannah muss in der Mitte vom Laden stehen. Dann muss jemand sie 3-mal drehen. Schon wieder, während sie die Augen zu hat. Dann muss sie die Augen öffnen und das erste pinke, rosane nehmen, was sie sieht. Okay, also in die Mitte vom Laden. So, wir finden, dass das hier die Mitte ist. Jetzt musst du dich 3-mal drehen. Zu und dann was Pinkes nehmen. 1, 2, 3. So, Augen auf und das erste Pinke, was du siehst. Nicht dein Ernst. Guck mal bitte. Ein Riesenlolli. So. Okay. Was kommt als nächstes? So, geh zu einem Mädchenregal und Hannah ist schon vorgerannt. Das ist das Mädchenregal, würde ich sagen. Auch wenn Mädchen, das können ja eigentlich alle haben, ne? Gehe einen Schritt nach vorne. Dreh dich 2-mal. Nimm das erste Produkt aus der 3. Reihe. 1, 2, 3. Das erste ist da. Wo? Die Tasche. Ein geheimnisvolles Kissen. Okay. So, hier rein. Wie viele müssen wir machen? Das Körbchen ist ja schon voll, ne? Einen würde ich noch sagen, dann haben wir 5 Stück gemacht. Haben wir schon? 4 haben wir schon. Dort, wo ihr jetzt steht, 12 Schritte nach vorne. Nee, du musst, geh mal einen Schritt nach links. 1 Schritt nach 11, 12, stopp. In die Hocke gehen. In die Hocke gehen. Warte, ich komme von der anderen Seite. Und dann sollst du sagen, ich bin cool. Ich bin cool. Solltest du dann 2 Schritte zurück. Normal laufen und einmal über den Boden rollen. Oh, das passt, du hast Rollen an, Schnucki. In welche Richtung willst du rollen? Nee, in meine eigentlich, ne? Roll einmal über den Boden. So, 2 Schritte nach rechts. Oder hier bin ich, ne? 1, 2. Ach du lieber Himmel. Und dann etwas Gelbes suchen. Das sieht sehr pinklastig aus hier gerade, ne? Hm, also entweder Babyzeug. Siehst du was Gelbes? Vielleicht auf der Rückseite. Oh, hier sind schon eher Sachen.
Irgendwas Gelbes. Das ist schwierig. Meinst du, das geht durch? Da sind auch gelbe Knöpfe drin. Ja. So was? Oder das da drunter? Das ist ja süß. Ist das Gelbe sogar eine Katze, oder? Ja. Und hat die ein Glöckchen um? Ja, eine Glöckchen. Ah, cool. So, jetzt lasse ich Hannah noch einen Kommentar raussuchen. Zur Puppenabteilung sollen wir gehen. Nee, hier auf der Seite sind die Puppen. Okay. Gehe von der Puppenabteilung 5 Schritte vorwärts. In die Richtung. 1, 2, 3, 4, 5. 4 Froschhüpfer nach rechts. Stopp, das waren 5. Und nimm das erste Regenbogenprodukt, das du siehst. Regenbogen? Ich habe keine Ahnung. Siehst du irgendwas mit dem Regenbogen? Ich glaube, wir sind in der falschen Abteilung für Regenbogen. Das sieht ein bisschen nach einem Regenbogen aus, wenn man viel Fantasie hat. Aber so richtig Regenbogen ist das nicht hier gerade. Wir sollten was nochmal in die andere Richtung versuchen. Komm nochmal zurück in die Puppenabteilung. Nochmal 5 Schritte vorwärts. 1, 2, 3, 4, 5. So, 4 Froschhüpfer nach rechts. Schnucki, zurück. Das waren nicht 4. Komm her. 1, 2, 3, 4. Stopp. Nimm das erste Regenprodukt, was du siehst. Regen. So. Regenbogen oder Regen? Regenbogen. Regenbogen. Also hier ist es schon mal bunter auf jeden Fall. Ja, hier, das ist ein Regenbogen. Oder? Die ist cool. Das ist ein Regenbogen. Definitiv. Das ist, ja. Die hat auf jeden Fall einen Regenbogen. Schnucki, das ist tatsächlich das erste Regenbogen, oder? Die daneben. Ja. Teste machen, ob die funktioniert, bitte. Okay. Ja. Moment, gehe 10 Schritte geradeaus und such dir etwas aus, was dir gefällt. 10 Schritte geradeaus. Nee, dreh dich um, weil hier hinter uns ist die Wand. 10. Nee, jetzt machst du aber auch extra Mäuseschritte, ne? Ja. Und jetzt was dir gefällt. Oh Gott. Da stehen wir jetzt schlecht, ne? Das wird haarig jetzt. Ja, ich habe mir das schon gedacht. Denk dran, das ist zum Verlosen, ne? Das ist nicht für dich, Hannah. Nicht dein Ernst. Das hier für mich und das hier für dich. Aber wofür willst du denn was haben, wo doch dein Geburtstag vorbei ist? Freundchen, guck mich mal an. Guck mich an. Und das mit den Pferden nicht? Voll süß. Guck mal, das ist doch Hunde. Das sind ganz viele Hunde. Ja, das verlosen. Das wird dann verlost. Dann kriege ich wieder von den Kindern zu hören. Hannah kriegt alles. Die ist voll verwöhnt. Ihr müsst auch mal Nein sagen. Das zum Verlosen. Ein sehr guter Plan. Und das andere kommt auf die Liste für den Osterhasen. Nee. Wer kommt als nächstes? Weihnachtsmann. Haben wir denn jetzt überhaupt was, was so ein bisschen jungslastig ist? Ich glaube nicht. Schnucki, wir haben gar nichts, was für Jungs irgendwie ist. Also ich meine, da kann natürlich auch ein Junge mitspielen, ne? Natürlich. So richtig Junge haben wir irgendwie nicht, ne? Schnucki? Ja. Ich glaube, also ich würde sagen, du darfst dir noch was für Jungs aussuchen. Machst du das nochmal eben? Ohne, dass wir sagen, wo du lang musst. Nee, da bin ich nicht für. Das ist richtig cool. Nee, nein, ich muss es auch irgendwie verschicken können. Wie findet ihr das? Wollen wir das mal umdrehen? Weil das ist die Rückseite, glaube ich. Boah. Meinst du, der kann was? Mit Licht und Sound. Oder ein Hubschrauber. Den? Ja. Ja. Oh mein Gott, sage ich nur. Komm zur Papa Kasse. Sagt auf, oh mein Gott, und du sagst auf zur Kasse. Wer muss bezahlen? Papa! Inzwischen. So, dann setz dich mal hin, kann sich ausruhen. Das war aber extrem laut, oder? Puste doch mal neu auf. Ich glaube, Hannah hat die Pupseritis. Wollen wir mal gucken? Nee, du darfst. Nee, die ist kaputt. Nee, echt? Oh. Der hat schon geplatzt. Oh. Ja, das hat ja super funktioniert, ne? Wir haben das Spielzeug für euch gekauft. Für die 300.000 Abonnentenverlosung. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Es war so anstrengend, dass ich jetzt ein Eis brauche. Und wo willst du jetzt noch hin? Zum Maschasesessel. Maschasesessel? Maschase. Okay, dann gehen wir zum Maschasesessel.
Roll mal vor. Da sind sie. Die Massagesessel. Und? Willst du ausprobieren? Kann ich nicht. Doch, du musst weiter hoch dich setzen, auf jeden Fall. Eine Eurone. Moment, ich guck mal eben, okay? In 2 Sekunden, in 1 Sekunde, jetzt. Spürst du jetzt was? Ja. Das kitzelt. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr 2 weitere Videos anschauen.